Die zweite Bundesliga, live bei Amazon. Die Highlights vom Spiel SV Sandhausen gegen Jahn Regensburg. Fünfte Minute. Ober legt die Nummer raus, von dort die Flagge nach innen. 5 Meter ab, Kopfball. Tor für Sandhausen in der 5. Minute. Das 1:0. Yannick Bachmann macht in der 5. Minute die frühe Führung für den SV Sandhausen. Zunächst einmal einen Freistoß von der linken Seite von Biada. Wird von Regensburg weggeklärt. Vermeintlich, denn es kommt schon der nächste Ball geflogen von der rechten Seite. Und dieser hohe Ball kommt etwa an der 5-Meter-Linie herunter. Und da ist der kopfballstarke Bachmann da und köpft den Ball. Vielleicht überlegt, vielleicht so gewollt, vielleicht auch egal, Hauptsache drin. Halb hoch, rechts, ins Netz, unhaltbar für Schlussmann Alexander Meyer. Und dann haben wir die frühe Führung für den SV Sandhausen, der das ja unbedingt gebrauchen kann, diesen so wichtigen Heimsieg. Und dieser Kopfball von Bachmann bringt eben, und ihr hört es vielleicht noch im Hintergrund vom Stadionsprecher, das frühe 1:0 für den SV Sandhausen. 18. Minute. Einwurf in den Strafraum, Kopfball, Weiterleitung, ein Fallrückzieher und Capino ist da! Nach dem Fallrückzieher von Sebastian Stolze. Aber das hat Stolze sauber und ordentlich gemacht. Das war aller Ehren wert, dieser Fallrückzieher von Sebastian Stolze. Capino fliegt richtig in die Ecke und kann den Ausgleichstreffer verhindern. Ganz stark gemacht von dem, ja, da muss man so sagen, Neu-Hannoveraner. 42. Minute. Da kommt Behrens zum Abschluss. Tor für Sandhausen! Das ist nicht zu glauben. Das ist wirklich nicht. Das 2:0 für den SV Sandhausen durch Kevin Behrens. Ecke für die Gäste von der rechten Seite. Der wird abgewehrt. Zum Konter umgemodelt. Und dann spielen sie es rüber auf die linke Seite. Kevin Behrens. Ein weiter Weg für den starken Linksfuß. Er nimmt diesen Schuss. Haut den flach ans rechte Eck, an den Innenpfosten. Und von dort springt der Ball hinter die Linie. Sein 15. Scorerpunkt. Das 2:0 für den SV Sandhausen. Die zweite Bundesliga. Live bei Amazon.